Wer hin und wieder mal mit der Bahn unterwegs ist, kennt das Thema. Leider sind die Züge nicht immer pünktlich. Das ist nervig, bietet aber auch Chancen. Wir können die Wartezeit zum Beispiel dafür nutzen, ein wenig Mathematik zu betreiben. Genauer gesagt, wir können ja mal schauen, wie wir den Parameter p bei der Binomialverteilung bestimmen können. Wir haben folgende Fragestellung. Wie hoch darf der Anteil verspäteter Züge höchstens sein, damit mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 75% höchstens 3 von 10 Zügen eine Verspätung haben? Zunächst sollten wir uns klar machen, welche Informationen in der Fragestellung enthalten sind. Ein Zug kann entweder verspätet sein oder nicht. Das ist schon mal das zugrunde liegende Bernoulli-Experiment. Die darauf aufbauende Zufallsgröße ist also binomial verteilt und zählt die Anzahl verspäteter Züge. Ein verspäteter Zug gilt dann als Treffer. Wir betrachten insgesamt 10 Versuchsdurchführungen. Wir haben außerdem das Ereignis k kleiner gleich 3 und wissen, dass die Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis größer gleich 0,75 sein soll. Eine Größe kennen wir aber noch nicht. Die Trefferwahrscheinlichkeit p, die ja letztendlich dem Anteil tatsächlich verspäteter Züge entspricht. Welchen Einfluss p auf die zugrunde liegende Binomialverteilung hat, machen wir uns am Schaubild deutlich. Je größer p ist, desto mehr Treffer, also verspätete Züge, können wir durchschnittlich erwarten. Das heißt dann aber auch, je größer... Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgabenchat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen.